Die Aufgaben sind viel zu schwer. Unmöglich, das zu packen. Neujahrsherausforderung, LOL XD. Wie soll man das denn hinkriegen? Und das ist so komplex, da sitze ich ja tagelang. Unfassbar. Kommt dir bekannt vor? Naja, dann pack dir doch einfach nur die essentiellen Aufgaben und dann raus aus dem Dilemma. Nur das eben fertig machen, was die richtig guten Säckchen sind und die möglicherweise besten Preise beinhaltet. Also, wenn du dir denkst, oh mein Gott, ich habe 5000 Stunden im Game, komm aber nicht klar darauf, Rotaugen zu fangen, kein Problem. Schnapp dir einfach hier das erste Säckchen, also von den Non-Premium-Säckchen, eben die Aufgabe machen, zack, zack, zack. Dann hast du 3 Tage Premium und danach kann man sich überlegen, ob man vielleicht noch die letzte Aufgabe absolviert. Vielleicht schafft man das ja hier, so gerade eben noch 15 Fische zu fangen am Moskitosee. Möglicherweise ist das nicht so schwierig. Dann hat man hier schon mal eine sehr, sehr gute Chance, diesen Traumfischer-Gutschein hinzubekommen, dass man damit auch seine Trophies an die Wand nageln kann für Omme. Das lohnt sich vielleicht noch. Also das ist höchstwahrscheinlich hier im 7er-Säckchen drin. Den ganzen anderen Kram lassen wir einfach weg. Braucht man nicht, ist viel zu schwierig. Und danach geht es hier ins Premium. Wir haben ja jetzt gerade 3 Tage Premium, also nutzen wir die 3 Tage und gehen hier auf die letzten Säckchen. Mittlerweile kommen ganz, ganz viele Infos rein aus der Community, im Discord schon einiges gesammelt. Es sammeln sich auch die Bilder, was sich wohl wirklich lohnt. Und so wie es in den letzten Jahren auch war, die letzten Säckchen sind die entscheidenden. Also gucken wir doch einfach mal, dass wir die als erstes kriegen, wenn wir aus sind auf möglicherweise eine geile weitere Route oder vielleicht eine von den Rollen. Mittlerweile habe ich Bilder gesehen von 3 verschiedenen Rollen bis hin zu einer Borealica 30 in Sonderausgabe, also optisch nochmal ein ganz anderer Stil. Also 1, 2, 3, beziehungsweise 4 Aufgaben maximal schafft man bestimmt auch, wenn man normalerweise es gerade hingekriegt hat, eine Route rauszuholen und an einer Stelle am Moskito zu stehen, schafft man bestimmt auch diese 4 Aufgaben hier, zack, zack, zack. Und dann hat man die Chance, gerade eben hier bei den Premium-Aufgaben mit Aufgabe oder Stufe 6 bzw. Stufe 7 hier die besten Sachen aus den Säckchen rauszuholen. Das ist quasi der schnellste und effektivste Weg, um hier die besten Sachen oder die Chance auf die besten Sachen in diesem gesamten Event zu haben. Alles andere ist dann nice to have. Ob man jetzt so ein Päckchen Cola haben will, ein Päckchen, keine Ahnung, Boilies oder leckere Schokolade oder, kann man ja sagen, okay, mache ich mir nicht den Aufriss, kümmere ich mich nicht drum, brauche ich nicht, ist mir eh viel zu schwer, aber einfach hier eben diese Aufgabe 6, die Aufgabe 7 erledigen und damit muss man sich auf gar nicht so viele Sachen konzentrieren. Und hat im Idealfall auch noch eine neue, mächtig teure, hochwertige Rolle dabei. Also, oder eben hier auf Stufe 7 die Chance auf den Traumfischgutschein. Also hier am Moskito gibt es ja hier oben drüben den Ausstopfer, den Präparator für die Trophies oder für Super Trophies, die man sich dann schön an die Wand nageln kann. Heißt also, wenn du dafür einen Gutschein haben möchtest, da ist er, der Traumfisch-Gutschein. Dann ran da an diese Aufgabe. Die können auch richtig, richtig teuer sein, das Ausstopfen dieser Fische. Und da lohnt sich das. Ich habe meine ganzen Säckchen noch gar nicht geöffnet, habe schon einiges absolviert. Ich gehe da locker durch, bin da auch ganz entspannt mit. Also im Moment klappt das alles sehr, sehr gut. Und ja,
Mittlerweile der Austausch ist auch ganz enorm. Also wenn du sonst noch Fragen hast und einfach alles absolvieren willst, einfach mal im Discord vorbeischauen. Unten drunter, unterm Video, ist der Link zum Discord. Reingucken ins Discord, austauschen mit den anderen, Spots teilen, Spots abziehen und gucken, wo was funktioniert. Und dann mal eben durchziehen durch das Event. Fertig ist es. Also, von daher ganz kurzer Tipp. Wenn du komplett am Limit bist und überfordert bist mit dieser super schwierigen Aufgabe, einfach nur die Essentiellen machen. Da, wo wirklich was Gutes drin sein kann. Ich hatte in all den Jahren noch nie Glück mit irgendwelchen tollen Sachen, aber die Chance besteht. Genau wie beim normalen Angeln. Die Chance auf die Trophy oder Super Trophy ist immer da, aber verlangen kann man das einfach nicht. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht mehr rumjammern und Attacke Vollgas, ab ans Wasser. Und jetzt schöne Festtage. Bis zum nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig, immer ab 19 Uhr. Montag, also am 25. geht's wieder los. Wir sehen uns nächste Woche. Schöne Feiertage.